Die ist ja kaputt gegangen. Ja, vielleicht komme ich ohne Spitzhacke aus. Ich brauche jetzt das Grüne, sagte ich ja. So, dies und jenes. Und dann kommen die Polierten in die Ecke. Und die kommen da rein. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das ohne Spitzhacke hinkriege. Das heißt, ich darf mich nicht verbauen. Das kann man weg hier. Brauche ich ja nicht mehr. Dann 1, 2. Waren das 2 oder 3? Es waren 3. So, dann noch ein bisschen Bauerde. Da kann die Bauerde hin. Und dann kommt hier der Diamantblock. Achso, Moment, die brauche ich auch noch. So. So, dann da um die Erde herum. Das hätten wir auch mal geschafft. Dann, ja doch, wenn ich die gerade habe. Da, so. So, genau. Dann die Zäune und die Knöpfe. Und dann sind wir eigentlich fertig. Ja, also die Mauer außenrum noch. So. Bislang sieht es gut aus, so in Sachen. Ohne Spitzhacke das hinkriegen. Einfach nur nicht verbauen. Ach, ich muss ja noch Zäune bauen hier. Das reicht ja nicht. So, also krass, mal alles weg hier. So, den hätten wir. Den und den. So, und jetzt habe ich da nur noch einen. Den mache ich mal dahin. Ja, und dann brauchen wir erst wieder neue Zäune. Aber ich kann ja erstmal schon die Mauer außen rumziehen. Da. Oder so sieht das doch richtig aus. Ja, doch. Da, 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 da und da. So, und jetzt müssen wir eben mal ins Lager. Und, also ich habe es geschafft ohne Spitzhacke. Ich werde mir aber jetzt gleich eine einpacken, wenn ich schon dran denke. Ich brauche ja sowieso eine. So, Diamantspitzhacke. Haben wir wieder. Ja, das lohnt sich doch hier. So, der Rest kann dann noch so durchlaufen. Dann mache ich da noch schon mal Ziegel draus. Und daraus einen Zaun. So, oder 6. Okay. Schnell wieder zurück. In den Irrgarten. So, wo muss ich jetzt hinlaufen? Ich glaube doch in diese Richtung, oder? Ja. Dann bauen wir eben noch die letzten zwei Zäune hin und dann sind wir mit diesen Attraktionen im Irrgarten fertig. Naja, also die oberflächlichen, also die, die auf der Oberfläche sind. Bis auf den Irrgarten selbst natürlich. So, und da. So, endlich fertig. Ja, das heißt, wir können auch hier weg. Ah, Moment mal, aber da ich ja sowieso jetzt noch... Ja, komm, dann lege ich mich hier nochmal hin. Dann mache ich doch gleich mal diese blauen Dinger da weg. Jetzt, wenn ich schon dran denke. Oder soll ich die abfackeln? Ach komm, das probiere ich jetzt. Ja, dann muss ich aber ins Lager. Ich brauche hier ein Feuerzeug. So, und ich hätte gerne auch ein leeres Inventar. Ja, aber das Bett nehme ich mal sicherheitshalber wieder mit. Und Werkbank kann auch nicht schaden. So, also ein Feuerzeug. Haben wir denn da eins? Nein, wir haben kein Feuerzeug. Dann muss ich eins bauen. Ein bisschen Eisen, ein bisschen... Dings hier. Wie heißt es auf Deutsch nochmal? Feuerstein. Irgendwie so und so. Ja, da kriege ich ein Feuerzeug. Ich nehme mal noch eins mit. Ah ne, das nehme ich mit. Ja genau, doch. Macht Sinn. So, Eisen wieder weg. Feuerstein wieder weg. So, dann gleich mal ins Bett.
Ja, das kann ich aber auch dort. Also zum Irrgarten. Und hier mal ins Bett gehen. Wo ist denn ein Bett hier? Habe ich jetzt noch Bauerde mit? Das wäre natürlich sinnvoll. Natürlich nicht. Naja, war ja mal wieder klar. So, wo haben wir denn eine Ecke? Da war Creeper. Hallo? Ach, hier. Ach komm, warum habe ich jetzt wieder keine Erde mit? Das nervt doch. Habe ich hier noch irgendwo Erde? Nee, da ist keine Erde. Guck mal, da hätte ich auch Spitzhacken gehabt. Aber okay, das mit der Erde ist das nicht so schlimm. Ich kann ja einfach mal hier mich an diesen Monstern da vorbeischleichen. Und mal da draußen ein bisschen Erde abbauen. Das müssen wir ja sowieso noch machen. Dann baue ich jetzt eben ein bisschen Erde ab. So, hier zum Beispiel. Muss ja nicht viel sein jetzt erstmal, was ich... Was alles an Creepern ist. Warum ist denn da so viel? Nee, der braucht mich nicht zu sehen. Ja, ich habe die Karte im Blick, die Minikarte. Mich kann kein Creeper überraschen. So, ich habe jetzt ohnehin schon genug Bauerde. Wenn hier so viele Creeper sind, dann... Ach, ich kann das ja von innen machen. Muss ja nicht nach außen hin. So, dann laufe ich mal dahin. Es ist von dort aus zu diesen Ecken ja sowieso gleich weit. Also zu denen an der Seite hier. So, ja, jetzt brauche ich aber auch die Erde hier. Ja, die Werkbank kann erstmal weg. Oder kann ich das schon von unten anzünden? Das könnte natürlich auch sein. Ja, kann ich machen. Ja, aber mehr nicht. Gut, jetzt will ich mal zusehen, ob das wirklich alles abbrennt. Denn ich will jetzt, wenn ich mal an einer Ecke bin, das Ding auch wirklich weg haben und nicht nochmal hinlaufen müssen. Ah, siehst du, da oben brennt nichts mehr. Dann muss ich mich doch hochbauen. Ach doch, es brennt noch. Okay, und da? Auch da. Aber da jetzt nicht mehr. Okay, da hat es aufgehört. Und da auch. Komm, brenne weg. So, wenn mal so ein Ding brennt, dann sollte es eigentlich auch ganz wegbrennen. Und nicht mehr aufhören zu brennen. Das ist weg und... Los, brenn weg. Muss mehr Feuer dran. Okay, es ist weg. Ach. Dann sind die Dinge auch bald weg. Ja, muss eben alles gemacht werden. Dann könnten wir ja demnächst mal außenrum terraformieren. Terraformatieren, genau. So heißt das ja jetzt. Terraformatieren. Ja, genau. Und als nächstes hier drin sind ja die U-Bahn-Dinger dran. Ja, das wird noch ein Spaß. Da will ich erstmal die Tunnel graben und dann... Ja, ich kann schon mal die Erde hinsetzen. Die Tunnel graben und dann die Gleise erst später legen. So, ich will aber auch hier sehen, ob der vielleicht ganz abbrennt. So viel Zeit nehme ich mir jetzt. Die schöne blaue Wolle. Naja, ich habe doch genug blaue Schafe. Warum brennt eigentlich die Steinmauer? Da ist doch nichts. Naja, das sind die Wollüberreste, die da sind. Und hier hat es wieder aufgehört. Los, brenne schneller. Es ist eigentlich gut, dass das Feuer auch mal wieder von alleine aufhört. Aber in dem Fall wäre es mir doch lieber, wenn es abbrennt. So, das ist auch weg. Aha, wunderschön. Ja, dann laufen wir nochmal die ganze Linie hier ab. Zwei haben wir noch. Die Bäume, die will ich dann auch erstmal wieder wegmachen. Ja klar, die muss ich ja wegmachen. Könnte ich sogar jetzt noch machen. Weil ich die... weil ich ja sowieso erst die ganzen Mauern innen bauen will. Und dann erst die Hecke. Also können die... Oder müssen dann auch weg. So.
Du kannst schon mal brennen hier. Wie? Das brennt ja gar nicht. Ah doch, da unten ist einer schon weggebrannt. Was? Wieso? Wieso? Jetzt ist der so hoch. Wieso habe ich den denn so hoch gemacht? Ja, wahrscheinlich, weil da noch... Weil da, Dings war. Hier so ein Hügel. So, da unten ist ja schon alles weg. Ja, da ist schon alles weg. Und da oben auch. Ha, wunderbar. Sehr gut. Und dafür geht schon wieder ein ganzes Feuerzeug drauf. Oder so gut wie ein ganzes Feuerzeug. Also bislang jedenfalls. Ja doch, der Rest könnte damit noch weggehen. Ach ja, wenn ich schon hier bin, dann kann ich ja gleich mal die Bäume abholzen. Da muss ich ja nicht nochmal dahin laufen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch alles. Also werden die Bäume doch noch abgeholzt. Also ich meine, abgeholzt werden sie auf jeden Fall irgendwann mal, aber ich meine jetzt noch abgeholzt, bevor das Laub abgeerntet wird. Das könnte ich natürlich auch machen, aber ich brauche das Laub jetzt noch nicht. Deswegen will ich mir da jetzt keine Umstände machen. Da kriege ich noch genug Laub. Na komm, endlich weg. Hoffentlich reicht die Axt da noch. Das sind noch ein paar Bäume. Ja, und selbst wenn wir die nicht mit der Axt wegkriegen, dann eben eine neue. Aber ich will das gerne noch machen. Denn das soll gemacht werden. Und dann werde ich mal... Dann werden wir erstmal in den Naturgarten gehen und mal hier dem Labyrinth ein wenig den Rücken kehren. Aber nicht für lange, denn das gefällt mir gerade so. Da will ich gerne weitermachen. Ist ja schön, wenn es vorangeht. Wir haben jetzt auch schon viel geschafft, ne? Die Mauer außenrum ist fertig. Innen steht alles schon, also alles... Die ganzen Attraktionen. Nur unterirdisch fehlt noch was. Ja, das wird auch nochmal eine... Das wird auch nochmal ein Spaß. Naja, und dann der Irrgarten selbst natürlich. Der fehlt auch noch. Aber den mache ich ja, wie gesagt, zum Schluss. Außenrum will ich noch terraformatieren. Das, ja, das kann man natürlich auch hinterher machen, aber ich will es gerne noch vorher machen. Einfach so, weil ich Lust drauf habe. Da lag noch was. Hier, ein Setzling. Zur Not kann man den auch noch verbrennen, auch wenn ich den Setzling so erstmal nicht brauche. Aber mit der Holzkohle, da bin ich sowieso recht gut dabei jetzt, was Brennmaterialien anbelangt. So, dann nicht vergessen. Ja komm, die zwei Bäume kann ich noch wegmachen. Sind das dann alle? Ja, das sind dann alle. Okay, dann machen wir die zwei Bäume noch weg. Und dann noch die Säule da, dieses blaue Dings da. Und dann hätten wir das geschafft. So, der noch. Oh, das jetzt wird es aber knapp mit der Axt, aber es reicht noch. Gerade noch so. Gerade noch so. So, noch eben mal was essen. Und dann auf zu dem letzten blauen Dings da hinten. Ja, wir können hier noch ein bisschen was verzieren in dem einen oder anderen Gebäude da. Also, oder Objekt, wie ich das ja nennen wollte. Ach, das ist auch so hoch. Macht nichts. Auch das kriegen wir klein. So. Ja, das Feuerzeug reicht noch ein bisschen. Da ist alles weg. Das ist auch gleich weg. Das ist auch gleich weg. Okay. Ja, alles weg. Sehr gut. Haben wir sogar noch ein bisschen Feuerzeug übrig. Geh mal aus da. So. Ja. Nur noch das Blaue des Himmels ist da, aber das darf da bleiben. Oh, geschafft. Ja, also jetzt machen wir nochmal einen kurzen Überblick. Wir können noch... Halt, falsche Richtung. So. Dort könnten wir noch ein paar Blümchen oder sowas hinsetzen. Dort drin auch. Was ist denn das hier nochmal? Das haben wir jetzt erst gebaut. Naja, doch, da könnten wir auch noch was. Und da noch ein bisschen. Also einfach nur so, was weiß ich, ein, zwei in die Ecke und damit ist es auch gut. Und da könnten wir auch noch was hinbauen. Ja, doch, das würde sich sogar anbieten. Da noch. Insbesondere da. Ja, genau. Ansonsten reicht das hier. Okay, die Ecken sind auch weg. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache hier Schluss. Ich teleportiere mich nochmal schnell. Moment mal. Schnell nochmal dahin den weißen Stein abladen. Und ansonsten ins Lager.
Und dann kann ich da wieder aufräumen und dann wieder rüber zum, so wie ich das immer am Ende der Aufnahme mache, zum... Wo ist denn der weiße Stein? Ach so, der ist ja irgendwo hier. Genau, der Rest ist nicht weiß. Da brauchen wir also auch mal wieder was. Ja, okay. Ja, zum Agrarplatz. Um da abzuernten und die wundersame Samenvermehrung in Aktion zu sehen. Ja, dann mache ich mal wieder hier Schluss. Haben wir ja vor 5, 6, 7 Folgen geklärt. Am Anfang dieser Aufnahme eben. Nee, gar nicht wahr. War ein bisschen später, aber ist auch egal. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie das geht. Die Pflanzen geben eben, oder jede zehnte sogar, gibt im Durchschnitt, gibt einen zusätzlichen Samen. Und das ist sehr, sehr praktisch. Vor allem auch für die späteren Pflanzen, für die, auf die ich eigentlich hinarbeite. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Minecraft. Bis denn. Tschüss.